So, da sind wir wieder. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Skillpunkte vergeben. Und wir werden jetzt unsere Erkundung hier fortsetzen. Wir haben uns ja beim letzten Mal die Gunst der Vagabund erkauft oder erquestet. Ja, was haben wir gelernt? Wir haben jetzt hier verschleierter Schlag, Unfriede und Assassinenklinge. Das sind halt so ein paar Standardattacken. Ich habe meinen Mount aktiviert und unseren Begleiter. Und wir schauen uns jetzt hier weiter um. Hier waren wir doch schon drin. Da ist noch etwas. Gleichgewicht, Gleichgewicht. Übernehmt euch nicht. Zunehmender Höcker. So viel zu tun. Oh, hier haben wir nicht Ruhe. Es ist alles umsonst. Diese Nein, nicht verdammten stehlen. Kreaturen. Erst der Orkan, dann die Ratte aus dem Meer. Was jetzt? Fliegende Schlammkrabben? Weiß Renders Gnade. Wir brauchen mehr Zeit vor der Inspektion. Inspektion? Was für eine Inspektion? Dominion-Inspektoren. Aufseherin Harani hat um Hilfe gebeten, um die Schmuggler zu stoppen. Wir sind ehrliche Bauern mit guten Kunden. Unser Mondzucker wird nur als Gewürz und nicht zum Skoma-Brauen verwendet. Aber wenn die Inspektoren herausfinden, dass wir unsere Felder nicht beschützen können, sind wir geliefert. Wovor müssen sie denn beschützt werden? Vor haarigen, ekligen, quiekenden kleinen Ratten. Seit dem Sturm wimmelt es auf der Plantage von ihnen. Die Inspektoren werden uns fragen, wie wir unsere Felder gegen skomabraunde Diebe sichern wollen. Wenn wir nicht einmal in der Lage sind, sie vor diesen Zuckerfressern zu beschützen, die hier alles vollköteln. Wie kann ich euch helfen? Findet heraus, warum Zunderschwanz Sentchentiger so faul herumliegen, anstatt sich die Bäuche mit Ratten vollzuschlagen. Erwartet dieser seine Arbeit zu behalten, wenn der Talmor Ungeziefer auf unseren Feldern findet? Was wird der Inspektor machen, wenn er Ratten findet? Bestenfalls, die Inspektoren werden befürworten, dass unser Mondzucker konfisziert wird. Und schlimmstenfalls? Im Osten brennt eine Plantage. Sind die Inspektoren dafür verantwortlich? Wer kann das schon sagen? Jedenfalls wird Mistral um unser Ableben weinen. Ohne die lachenden Monde wird das Goma durch die Straßen fließen. Woran liegt das? Wenn der Mondzucker knapp wird, wenden sich die Leute an Schmuggler. Mit den Schmugglern kommt das Goma. Aber die Inspektoren kommen nicht von hier. Sie hören uns einfach nicht zu.
Wenn ich euch helfen kann, wo soll ich damit anfangen? Findet heraus, warum Zunderschwanz Sentchentiger so faul herumliegen, anstatt sich die Bäuche mit Ratten vollzuschlagen. Okay, das kennen wir schon. Also, sprecht mit Zunderschwanz. Bösartige Mörder? Ha, viel eher klauenlose Decken. Wollt ihr einen Teppich kaufen? Oder drei? Sie sind zu nichts weiter gut. Ja, Fee, selbst ihr. Was stimmt nicht mit den Sentchentigern? Fress die Ratten nicht, sagt dieser. Hören Sie auf ihn? Nein. Dummer Senche. Fauler Senche. Warum dürfen Sie die Ratten nicht fressen? Das haben Sie schon. Das ist das Problem. Mondzucker macht sehr schläfrig, wenn man zu viel davon isst. Ratten fressen Mondzucker, Senche fressen Ratten und dann faule Senche. Besonders du, Gobani. Könnte sie wieder irgendwie antreiben? Nicht mit einem Zuckerbauch. Diese nutzlosen Senche könnten eine Ratte höchstens dann töten, wenn sie auf sie drauffallen würden, aus großer Höhe. Falls die Senche sich nicht bewegen, was werdet ihr dann wegen der Talmor-Inspektorin tun? Reingehen, die Türen abschließen und warten, bis sie wieder verschwinden? Nein, lass diesen mal nachdenken. Was könnte man ohne Senchejäger? Die Donnerkäfer, hey! Nein, das würde nie klappen. Was ist mit Donnerkäfern? Donnerkäfer nisten in der Nähe. Sie verteidigen ihre leckeren Eier vor jedem, der eine Mahlzeit aus ihnen machen möchte. Ja, wenn ihr euch einen Arm voll Eier schnappen könntet. Werden sie die Eier nicht verteidigen? Zweifellos. Aber sie würden sich davor hüten, den Eiern zu schaden. Sobald ihr sie erst einmal habt, zerschlagt ein Ei in jedem Rattennest und der blitzende Zorn der Donnerkäfer wird die Ratten töten, bevor die Inspektoren eintreffen. Ihr seid doch kräftig, oder? Ein kleiner Schlag wird euch doch nicht aufhalten. In Ordnung, ich werde schauen, ob das klappt. Wundervoll! Hebt ihr ein paar Eier für Zunderschwanz auf, ja? Sie sind sehr schmackhaft. Gut, dann gehen wir mal Eier klauen. Ah, noch eine Truhe. Halt, was ist hier? Nix, gut. Wir haben euch nicht so bald erwartet, Inspektor Tarma. Na?
Deine Zeit ist kostbar. Sehr schön. Es ist schlau, die Donnerkäfer so aus ihren Hügeln zu locken. Ein Plan, der Bandar würdig ist. Dann sind sie alle weg? Ich habe alle Ratten beseitigt. Hervorragend. Unser gnädiger Inspektor war sehr nachsichtig mit uns. Vielleicht wird es sein Urteil beeinflussen, wenn er euren Einfallsreichtum erblickt. Gibt es noch etwas, das ich tun kann? Jone und Jode tanzen einen Reigen der Gnade mit euch, Wanderin. Was immer der werte Inspektor auch finden mag, stehen wir tief in eurer Schuld. Sehr schön. Und weiter geht's. So, dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Hauptquest. Okay, hier wimmelt es nur so viele Quests. Ruhig, Vater. Ich werde nicht von eurer Seite weichen. Das war's mit dieser Folge Elder Scrolls Online. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Channel. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.